Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, es ist Vatertag. Und ja, was kann ich zur letzten Nacht sagen? Ich habe es geschafft, bis um 3:30 wach zu bleiben. Habe aber hauptsächlich die Zeit damit genutzt, meine Videos zu schneiden. Das heißt, heute muss ich gar nicht mehr schneiden. Und ich habe mir Videos angeschaut. Ich bin ja im Moment so auf diesem Camper-Trip. Ich habe mir ganz viele Camper-Videos angeschaut. Ey, ich sag's euch, es ist nur eine Frage der Zeit und irgendwann kaufe ich mir einen, das ist schon klar. Aber wir probieren erst aus, ne? Es wird nichts übers Knie gebrochen. Auch wenn ich das gerne würde. Es gibt da ein, zwei, die habe ich auf mobile.de zu meiner Merkliste gemacht. Wenn ich jetzt quasi gerade das Geld locker hätte, dann würde ich direkt hinfahren und sagen, hier, hast das Geld, gib mir Auto. Aber nein, mache ich nicht. Gut, ihr seht, es ist Feiertag und trotzdem lasse ich es mir nicht nehmen, den Tag mit einem entspannten Lauf anzufangen. Das werde ich jetzt gleich tun. Ich habe jetzt keinen Plan, also ich werde auch keinen geführten Lauf machen. Ich werde wahrscheinlich mal eine kleine Runde machen. Das ist, glaube ich, 1, 2, oh, ich glaube knapp 3 Kilometer ist die. Und die werde ich laufen. Reicht. Und nachher werden wir tatsächlich angrillen. Wir sind sehr spät dran dieses Jahr mit Angrillen. Deshalb, das wird toll. Ich habe ja gestern schon die Sachen dafür gekauft. Da freue ich mich. Jo, es geht auch mit Diät. Man kann auch mit Diät grillen. Auf Montag bin ich gespannt, was mein Gewicht sagt, weil effektiv habe ich ja jetzt 2 Tage lang Nudeln gegessen und eigentlich immer eine Riesenportion Nudeln. Und das sind halt Kohlehydrate pur. Das heißt eigentlich der totale Scheiß, den man essen kann. Deshalb bin ich mal gespannt, was sich am Montag getan hat. Ich befürchte ja, dass es das erste Mal in die andere Richtung gehen wird. Aber es ist dann so, abnehmen ist ja nicht konsequent jedes Mal runter, sondern da sind Schwankungen dabei und da werde ich jetzt nach 8 Wochen dann tatsächlich mal eine Schwankung haben, schätze ich. Aber wir werden sehen. Gut, genug geplappert. Ich gehe laufen. Puh, wieder zu Hause. Noch verschwitzt, aber mega glücklich. Ich hatte ja vor, irgendwie knapp unter 3 Kilometer zu laufen. Ich bin jetzt knapp unter 4 Kilometer gelaufen und dann in einer Durchschnittszeit von 6,44. Also wieder eine deutliche Steigerung. Und ich kann nur sagen, ich finde es mega. Das ist sowas, das schärft mich gerade im Moment total an. Zum einen zu sehen, wie mein Gewicht runtergeht und zum anderen, wie quasi meine Erfolge beim Laufen besser werden. Das ist krass. Und naja, jetzt habe ich diesen Monat, habe ich glaube ich schon 27 Kilometer oder so, bin ich schon gelaufen. Und das ist ja gar nichts. Also wenn ich das vergleiche, vor ein paar Jahren hatte ich mal im Jahr über 700 Kilometer gelaufen. Wie gesagt, da bin ich noch weit von weg, aber zumindest das Durchschnittstempo bewegt sich wieder in die richtige Richtung. Ich denke mal, da wird irgendwann so 6 Minuten die Schmerzgrenze sein dessen, was ich erreichen kann von Durchschnittstempo. Weil, naja, irgendwann reicht meine Schrittlänge nicht mehr aus. Ne? Also ich bin ja nicht besonders groß. Das heißt, meine Schrittlänge wird irgendwann das Limit sein. Und als ich richtig fit war und hier diese 700 Kilometer gelaufen bin, da habe ich tatsächlich geschafft, 5 Kilometer so knapp, knapp über 6 Minuten zu laufen. Und wie gesagt, das ist so die magische Grenze. Schneller werde ich nicht werden. So, jetzt geht's unter die Dusche und wenn ich geduscht bin, dann schauen wir mal, aber dann wird wahrscheinlich relativ zeitnah auch der Grill vorbereitet. Ach, guck mal, wer sich da mal in den Vlog reinsneakt. Vielleicht später noch ein bisschen öfters, ne? Ja, ich traue mich ja immer nicht zu filmen, weil sie sagt immer, nein, schau wie ich aussehe und ich denke mir so, jo, normal, ne? Nee, aber weil ich morgens erstmal aus dem Bett kommen muss, es ist ja noch früh. Es ist noch früh. Na gut. Ich gehe duschen.
Hui, so, jetzt muss ich ein bisschen lauter sprechen, dass die Musik übertönt wird, aber wir essen jetzt. Erstes Mal grillen dieses Jahr. Geil. So kann Vatertag doch eigentlich immer sein. So, und das erste Grillen des Jahres? Es war wundervoll, es war wundervoll. Es war sehr lecker. Wirklich. Und ich bin sau satt. Ich krieg nichts mehr rein. Wir haben natürlich Reste. Wir haben aber nicht viel. Aufgegessen. Nicht viel, nein, wir haben gut kalkuliert diesmal. Eine Bratwurst und ein Minutensteak, also das ist quasi nichts. Ja, also ich bin happy damit. Wir haben sogar den Schirm aufgestellt, obwohl jetzt ist es ein bisschen wolkig, aber vorhin purzelte die Sonne. Gut, dann ein Grillen beendet. Kaum gegessen, geht's schon weiter. Mein Sohn will eine Ortskontrollfahrt machen. So sind die Leute, wenn die gerade ihren Führerschein neu haben. Und da ich bis jetzt mit ihm noch nicht Auto gefahren bin, habe ich die Ehre, neben ihm zu sitzen. Ob ich die Sache bereuen werde, werden wir sehen. Jo, was soll ich sagen? Fahrschule hat eine gute Arbeit geleistet. Ich muss keine Angst um mein Leben haben. Alles gut. Wir kaufen nichts. Keine Zeugen Jehovas. Nicht mal ein Eis. Ein Eis? Zeugen Jehovas, die Eis bringen. Eieiei, nach dem Essen erstmal schön gefaulert, erst unten in der Sonne, dann auf dem Sofa. Wir haben vorhin einen Film geschaut, A Quiet Place. Sehr ruhiger Film, möchte ich sagen. Wie schon der Name sagt. Und naja, haben so quasi den Abend so ein bisschen verdattelt. Jetzt haben wir es 7:15. Ja, und ich denke, ich werde mich jetzt noch mal irgendwie ein halbes Stündchen hinlegen, die Augen zumachen, weil ich war heute relativ früh wach und ich muss halt in die Nachtschicht. Doof das, aber lässt sich leider nicht ändern. Ja, dann würde ich sagen, angrillen. Voller Erfolg und wir sehen uns dann morgen wieder zu einem neuen Vlog. Ich bin gespannt, was ich treibe. Wir werden sehen. Bis denn. Ciao!